Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es für euch wieder ein Food Diary. Ich zeige euch in diesem Video, was meine Jungs und ich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gegessen haben. Ich ernähre mich hauptsächlich rohköstlich. Ab und zu gibt es auch mal etwas Gedämpftes, aber auf alle Fälle 100% rein pflanzlich. Meine Jungs sind weder Rohköstler noch Veganer, aber für sie bereite ich auch viel pflanzenbasiert zu und koche auch ganz viel selbst, bereite ganz viel selbst zu und das nehmen sie auch ganz gut an. Ab und zu gibt es für meine Jungs auch Rohmilchbutter, vor allem für meinen Jüngsten, und wir bekommen Eier für meine Jungs aus privater Hand von einer ganz lieben Freundin. Das hatte ich auch schon mal in einem Video erwähnt. Die haben auch einen Selbstversorgergarten und einen großen Hühnergarten und die Hühner bekommen auch ganz tolles Futter, also hochwertiges pflanzliches Futter und haben ganz viel Auslauf und es gibt auch keinen Hahn. Nur die Hühner, die auch von irgendwoher gerettet werden, und diese Eier integrieren meine Jungs ab und zu in ihre Ernährung. Allerdings ist dieses Food Diary fast komplett vegan. Ich glaube, da ist ein bisschen Rohmilchbutter für meinen Jüngsten dabei. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind oder das erste Mal ein Food Diary von uns sehen, möchte ich noch erwähnen, dass ich seit 2018 fast nur noch eine Mahlzeit am Tag esse, also eine feste Mahlzeit, und es gibt ein bis zwei flüssige Mahlzeiten, weil Säfte gehören für mich auch zu den Mahlzeiten, aber eben zu den flüssigen Mahlzeiten. Los geht's! Es ist gegen 10.30 Uhr. Für meine Jungs gibt es als erstes am Tag Folgendes. Jeder bekommt 6 Spirulina-Presslinge mit etwas Wasser und ein kleines Glas frisch gepressten Orangensaft. Die Spirulina-Presslinge beziehen wir von Lebenskraft pur und Lebenskraft pur bezieht seine Spirulina-Presslinge aus Griechenland. Zu den Mikroalgen Spirulina und Chlorella habe ich auch schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben in den Infokarten. Und diese Spirulina-Presslinge findet ihr auch als Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Die Orangen für diesen frisch gepressten Orangensaft beziehe ich von Delicato 48. Das ist ein kleines Familienunternehmen in Spanien, in Andalusien. Das hatte ich auch dieses Jahr schon in einigen Videos empfohlen und auch ein paar Früchte und Gemüse gezeigt. Da kann man auch Stangensellerie bestellen. Und das Tolle an diesen Orangen ist, dass diese Orangen noch Kerne haben. Ihr findet den Link zu Delicato 48 unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das gibt es als nächstes für meine Jungs. Für meinen Ältesten eine Birne und 2 Äpfel in kleinere Stücke geschnitten und für meinen Jüngsten 2 Scheiben selbstgebackenes, glutenfreies, geröstetes Brot mit Rohmilchbutter, die jetzt teilweise auch schon weggeschmolzen ist. Für meinen Jüngsten gibt es noch Nachschub, noch ein weiteres geröstetes Brot mit Rohmilchbutter. Für meinen Ältesten, für meinen 15-Jährigen gibt es jetzt Salat, eine große Portion Salat. Dieser besteht aus Rucola. Dann ist es noch so ein Salatmix, so ein Asiamix. Dann Gurkenstücke, Tomatenstücke, Alfalfa, Radieschensprossen, Mungbohnensprossen. Dann ist noch etwas Feta-Käse dabei, Olivenöl, Zitronensaft und Salz. Und es gibt für die Jungs einen kleinen Nachmittagssnack. Das ist Kuchen, veganer Kuchen, allerdings nicht selbst gebacken. Wir haben im Viertel eine Naturbackstube, die backen nur mit Dinkel. Und für den Simon gibt es Schokobirne und für den Silas gibt es einen Kirschkuchen. Ihr habt auch Tee. Silas, was hast du für einen Tee? Schokotee. Schoko-Yogi-Tee. Simon, du hast Sweet Chili, auch Yogi-Tee, ne? Ich mag meinen Kuchen. Doch, ich mag meinen Kuchen. Was soll ich dir sagen? 5 Euro? Wo sind meine 10 Euro fürs Mitmachen? Für mich gibt es jetzt die erste Mahlzeit am Tag. Eine flüssige Mahlzeit. Das ist frisch gepresster Gurkensaft und das sind ca. 750 Milliliter. Ich trinke jetzt ca. 250 Milliliter frisch gepressten Granatapfelsaft. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt noch Dinkelcracker mit Sesam. Es dauert noch ein bisschen bis zur Abendmahlzeit und mein Jüngster hat jetzt schon Hunger und da gibt es für ihn eben diese Dinkelcracker mit Sesam. Die sind vegan und ohne Palmöl. Meine eine Mahlzeit am Tag beginne ich mit Obst. Das sind reife Trauben. Und das sind regionale Trauben, so wie ich Trauben gern mag. Klein und mit Kernen und sehr, sehr aromatisch.
Das ist unsere Abendmahlzeit. Ihr seht, es gibt wieder drei verschiedene Gerichte. Für meinen Jüngsten gibt es Kartoffeln mit brauner Soße. Das ist vegane braune Soße. Einfach aus Kokosöl, Dinkelmehl, Sojasauce, Wasser und etwas Salz. Dann gibt es für meinen Ältesten den südafrikanischen Gemüseeintopf. Dazu hatte ich auch kürzlich ein Video veröffentlicht. Das verlinke ich oben in den Infokarten. Für mich gibt es einen Salat aus Gurke, getrockneten Tomaten, Alfalfasprossen und Kresse. Dazu etwas gedämpfte Kartoffel und einen gemischten Salat. Also es ist ganz einfacher Salat ohne Öl, ohne Essig, ohne Salz. Das ist, glaube ich, so ein Asia-Mix. Der war diese Woche in meiner Bio-Kiste. Meine Jungs starten wieder mit Spirulina-Pressling und etwas Wasser. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt gefrorene Himbeeren. Und für meinen Ältesten gibt es einen großen Obstteller aus Mango, Birne, Granatapfel, Banane und Weintrauben. Die Birnen und Weintrauben sind regional. Die Mangos, die Bananen und die Granatäpfel habe ich über Delicato 48 bezogen, genauso wie die Orangen. Also diese Früchte kommen aus Spanien. Als nächstes gibt es für meine Jungs Folgendes. Dinkel-Kartoffelbrötchen mit selbstgemachtem Schokoaufstrich. Dieser Schokoaufstrich besteht einfach nur aus Haselnussmus, etwas Kokosöl, Kakaopulver, Vanille und als Süßungsmittel habe ich Yacon-Sirup verwendet. Ich trinke jetzt eines meiner Lieblingsgetränke. Das sind ca. 350 ml Wasser mit einem gehäuften Esslöffel Grassaftpulver vermischt. Ich habe da so einen Schüttelbecher. Dann schüttle ich den ganz gut und dann entsteht auch hier so ein ganz toller Schaum. Ich verwende das Grassaftpulver von Lebenskraft pur. Das verwende ich jetzt schon seit fast 3 Jahren regelmäßig und empfehle es auch immer wieder gerne. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Dieses Grassaftpulver besteht aus getrockneten Kamut und Gerstengrassaft. Wenn ihr euch für dieses Grassaftpulver interessiert, ihr findet den Link unter dem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Für mich gibt es jetzt eine flüssige Mahlzeit, ca. 300 ml frisch gepressten Stangenselleriesaft. Für meine frisch gepressten Säfte verwende ich den Angel Juicer. Das ist ein Entsafter komplett aus Edelstahl mit einer hohen Saftausbeute. Zu diesem Entsafter habe ich letztes Jahr auch schon ein Video gemacht, die Einsatzmöglichkeiten, was man damit alles so herstellen kann. Wenn ihr euch für das Video interessiert, ich verlinke es oben in den Infokarten. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt Knäckebrot, Roggen-Dinkel-Knäckebrot mit Haselnussmus. Einfach ungesüßtem Haselnussmus. Für meinen Ältesten gibt es jetzt etwas Gemüse, Tomaten, Gurke, Paprika, dann noch etwas selbstgezogene Radieschensprossen und panierte Zwiebelringe. Das sind keine frittierten Zwiebelringe, das sind gedörrte Zwiebelringe, also schon paniert mit Leinsamen, Goldleinsamen und dann im Dürrgerät gedörrt. Also diese Zwiebeln haben Rohkostqualität, sind glutenfrei und sehr, sehr fettarm. Zu diesem Rezept, panierte Zwiebelringe, gibt es auch schon ein Video auf meinem Kanal beziehungsweise auch einen Blogartikel. Das Video verlinke ich euch oben in den Infokarten. Den Blogartikel findet ihr unter diesem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Das ist unsere Abendmahlzeit für heute. Für meinen Ältesten gibt es Kartoffeln, Schwarzwurzel mit einer veganen Bechamelsoße, dazu Räuchertofu. Für meinen Jüngsten gibt es gedämpften Blumenkohl mit ein bisschen Salz und Quinoa. Und das hier ist meine Mahlzeit. Ich esse ja nur eine Mahlzeit am Tag. Ich beginne mit dem Obst. Das sind regionale Äpfel und Granatapfelkerne. Also ich esse zuerst das Obst, dann lasse ich eine kleine Verdauungspause von ca. 20 Minuten. Und dann beginne ich mit den restlichen kleinen Speisen. Da habe ich hier einen Gurkensalat aus geraspelter Gurke. Da sind noch verschiedene Sprossen dabei, aus Rettich, Radieschen, dann Alfalfasprossen, Kresse ist dabei und getrocknete Tomaten. Da gibt es noch ein paar Chlorella-Presslinge, Chicorée und Tomaten, selbstgedörrte Zwiebelringe und rohköstliche Cracker. Meine... Für meinen Ältesten gibt es noch einen süßen Snack am Abend. Hier seht ihr eine Nukao-Schokolade, die Sorte Macadamia Chai. Am Abend, kurz vor dem Zu-Bett-Gehen, gibt es für meine Jungs noch ein paar Mikroalgen für jeden
6 Chlorella-Presslinge. Wir beziehen unsere Chlorella-Presslinge auch von Lebenskraft pur und Lebenskraft pur bezieht diese Chlorella-Algen von der Algenfarm in Klötze in Deutschland. Wenn ihr euch für die Chlorella-Presslinge interessiert, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ihr habt gesehen, am Abend essen wir 3 meistens komplett verschiedene. Es gibt 3 verschiedene Gerichte. Einige werden sich da vielleicht jetzt wundern und sagen, ja, warum essen deine Jungs nicht dasselbe? Das ist so ein Aufwand und wieso muss man für jeden ein extra Gericht kochen? Ich bin ja auch etwas mäkelig. Ich esse ja auch nicht alles. Ich esse ja auch nur pflanzlich und viel frisch und sehr einfach und nicht so viel vermischt. Und ich bereite mir ja auch mein eigenes Essen zu. Warum sollte ich es da meinen Jungs verwehren? Mein Jüngster ist sowieso eher so ein mäkliger Esser, isst vieles nicht, vor allem auch viel Gemüse isst er nicht, er isst kaum Rohkost. Und ich versuche dann einfach seine Wünsche zu berücksichtigen und für ihn das zu kochen, was er sich eben wünscht. Ich nutze die Zeit auch sehr intensiv, wenn ich dann verschiedene Speisen in der Küche zubereite, weil ich mir gern Hörbücher anhöre, Interviews oder Vorträge. Also ich nutze die Zeit dann auch immer sehr gut und fühle das auch immer als Bereicherung, auch wenn manche meinen vielleicht, das ist eine Verschwendung, so lange in der Küche zu stehen. Aber mir macht es auch Spaß und ich nutze die Zeit ganz intensiv mit meinen Ohren. Das war's wieder von uns. Ich freue mich über ein Feedback von euch zu diesem Food Diary. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Versucht in eurer Mitte zu bleiben. In diesen herausfordernden Zeiten versucht euch zu vernetzen und gut auf euch zu achten, ihr Lieben. Bis ganz bald.